Irgendwas stimmt nicht. Es war die zweite Hälfte meiner Montagsnachtschicht und ich saß hinter der Kasse, aß ein Sandwich und grübelte über die Gedankengänge nach, die mich zu dieser verunsichernden Schlussfolgerung geführt hatten. Etwas beunruhigte mich und ich konnte nicht herausfinden, was es war. Warum fühle ich mich momentan so besorgt? Mein Unterbewusstsein hatte sich spontan an ein kleines Detail in der Tankstelle geklammert, das nicht so war, wie es hätte sein sollen. Und ich konnte mich nicht entscheiden, was schlimmer war. Dieser mysteriöse, nervige Gedanke, der mir durch den Hinterkopf schoss, wie ein räudiger Zwergspitz in einer Kissenfabrik, oder dass etwas in diesem Raum so seltsam war, dass ich es überhaupt nicht registrierte. Ich will ja nicht prahlen, aber ich habe an der heruntergekommenen Tankstelle am Rand der Stadt schon so einige bizarre Dinge gesehen. Dinge, die berechtigterweise hartgesottenen Männern den Verstand gekostet haben. Ich habe munkeln gehört, dass der arme Arnold sein Haus immer noch nicht ohne eine Schmusedecke und seinen emotionalen Supportfalken Screecher verlässt. Was ich damit sagen will, ist, dass ich wahrscheinlich ein wenig desensibilisiert bin, wenn es darum geht, was der Otto-Normalbürger für anormal hält. Aber das hier, was immer es auch war, hat mich auf eine besondere Art beunruhigt. Aber was ist es? Es ist schwer in Worte zu fassen, wie ich mich genau gefühlt habe. Ihr kennt sicher das Gefühl, wenn ihr in einen anderen Raum geht und dann komplett vergesst, warum ihr das getan habt. Es war etwa so, nur schlimmer. Es war so eine Art geistiger Juckreiz und ich konnte mich einfach nicht richtig kratzen, um ihn zu lindern. Wie der Schmerz in einem Phantomglied war da eine Trennung zwischen mir und meinem Unterbewusstsein. Wahrscheinlich ein weiterer, schöner Nebeneffekt meiner chronischen Schlaflosigkeit. Ich versuchte die Hinweise zusammenzutragen. Da kam mir ein Gedanke. Dieser Gedanke beunruhigte mich. Tatsächlich würde ich es nicht für übertrieben halten, zu sagen, dass mich der Gedanke bis ins Innerste erschüttert hat. Aber als ich versuchte, mich auf diesen Gedanken zu konzentrieren, war er einfach nicht mehr da. Mein Gehirn hatte so eine Art Hänger. Das Ladentelefon klingelte und obwohl es mitten in der Nacht war und ich keinen Anruf erwartete und die meisten Anrufe in den Laden von einem geistesgestörten Psychopathen kamen, der mich zu Tode quälen wollte, nachdem ich ihm in den Bauch geschossen hatte, ging ich ran, weil das zu meinem Job gehört und ich ein anständiger Angestellter bin. Hallo? Die Stimme am anderen Ende war tief und klangvoll, wie die Stimme in einem Filmtrailer. Es ist 4.30 Uhr morgens, Jack. Weißt du, wo deine Kinder sind? Hey Jerry, er ließ die falsche Stimme fallen. Hey yo, was geht? Nicht viel. Hast du oder Rosa irgendwas im Laden verstellt, bevor ich zur Arbeit gekommen bin? Was meinst du? Etwas stimmt hier nicht, aber ich kann nicht genau sagen, was. Das klingt für mich, als hättest du das, was die Franzosen Traducteure ne fonction pas correctement nennen. Ich weiß nicht, was das heißt, aber ich bin sicher, dass das nicht stimmt. Hat Rosa versucht, den Laden zu putzen? Habt ihr die Gartenzwergauslage vielleicht wieder umgeräumt? Also erstens habe ich die Zwerge nie angefasst. Ich habe jedoch ein paar Räucherstäbchen und Kerzen angezündet, um meine Chakren neu auszurichten. Aber dann hat Rosa etwas Desinfektionsmittel versprüht, um den Geruch auszugleichen, weil der sie gestört hatte. Aber dann traf das Desinfektionsmittelspray eine meiner angezündeten Kerzen und wir fanden heraus, dass es brennbar war. Es gab versehentlich einen großen Feuerball und dann befestigten wir die Spraydose an einem Feuerzeug, um einen Flammenwerfer für Arme zu bauen. Und haben ihn rausgebracht, um ihn auszuprobieren und haben vielleicht ein paar Wassermelonen verkokelt. Es war verdammt witzig. Tut mir leid. Was war die Frage nochmal? Vergiss es. Warum rufst du an? Ich wollte dir erzählen, dass Coca-Cola eine neue Sorte mit Kaffeegeschmack herausgebracht hat. Heißt Coke Black. Und ich habe gerade eine ganze Kiste davon gefunden. Außerdem wollte ich checken, wann ich heute zur Arbeit kommen muss. Ich schaute auf den Terminplan und informierte ihn, dass er den Tag frei habe, worauf er mit Julio antwortete und auflegte. Ich nahm noch einen Bissen von meinem Sandwich und schaute mich im Zimmer nach irgendetwas um, das merklich fehl am Platz war. Aber nichts sprang mir ins Auge. Weder wörtlich noch im übertragenen Sinne. Nun,
Vielleicht hat das etwas mit der unbestreitbaren Tatsache zu tun, dass die Halluzinationen immer schlimmer geworden sind. Eine Zeit lang habe ich mir sogar gedacht, dass meine Situation gar nicht so schlimm ist. In törichterweise optimistischen Momenten hatte ich es sogar als Möglichkeit in Betracht gezogen, dass es mir besser gehen könnte. Aber die letzte Woche hatte bewiesen, dass dies nicht der Fall war. Die letzte Woche hatte bewiesen, dass die Halluzinationen wieder da waren und auch nicht mehr verschwinden würden. Am Montagabend bemerkte ich eine seltsame schwarze Wolke, die in der hinteren Ecke des Geschäfts schwebte. Sie hatte nicht wirklich eine richtige Form oder Größe. Es war ein amorpher Klecks, der größer als eine Vesperdose und kleiner als ein Blauwal war. Ich beobachtete die Wolke dabei, wie sie durch die Gänge schwebte und sich in Größe und Form veränderte, als würde sie atmen. Rauchige, schwarze Tentakel streckten sich aus der schwebenden Masse und griffen in die Auslagen. Sie nahmen sich eine Tüte Kartoffelchips und eine Dose Sardinen, saugten sie in sich hinein und dann blieb sie in der Nähe der Türe stehen und verharrte dort. »Entschuldigung, Sie wissen, dass Sie dafür bezahlen müssen, oder?« rief ich und veranlasste die schwarze Wolke weiter zu schweben. Sie blieb unter einem Gitter in der Decke stehen und begann sich immer weiter zusammenzuziehen und schließlich verschwand ihr gesamter Körper durch die Metallschlitze der Lüftungsanlage. Ich schrieb für das ganze Inventur Verlustscheine. Unter Grund kreuzte ich das Kästchen neben Diebstahl an und schrieb schwarze Riesenwolke daneben. Und dann verbrachte ich ein paar Minuten damit, eine Skizze zu zeichnen, die ich an unsere Bitte-nicht-bedienen-Wand hängte. Tagsüber, oder wenn ich nicht alleine bin, ist das alles auch gar nicht so schlimm. Aber während dieser langen Zeitspanne, in der die meisten Menschen schlafen, wird die Welt seltsam. Während meiner Dienstagsschicht zum Beispiel schwöre ich, dass ich gesehen habe, wie ein kleines Rudel Gartenzwerge ein Opossum am Schwanz in das Getränkekühlregal gezerrt haben. Aber als ich es durch den Laden zu ihnen geschafft hatte, waren sie nirgendwo mehr zu sehen. Später an diesem Abend kam mein alter Freund Tom zu Besuch. Sein weißes Haar und seine Sorgenfalten begannen langsam zu zeigen, wie alt er wurde. Er trank eine Tasse schwarzen Kaffee und wir brachten uns auf den neuesten Stand über all die Dinge, die seit seiner Pensionierung passiert waren. Die Weihnachtsnummer, Bo, der Karneval. Er fragte, wie es seiner Nachfolgerin geht. O'Brien schlägt sich ganz gut. Ich glaube, sie fängt endlich an zu akzeptieren, dass nicht alles an der Tankstelle Sinn macht. Man muss ein besonderer Menschenschlag sein, um an einer Tankstelle zu arbeiten. Das Seltsame. Sowas passiert den meisten Menschen nicht. Ich erzählte Tom von dem Buch, das ich am Schreiben war. An deiner Stelle würde ich das nicht leichtfertig angehen. Es gibt viele Leute hier, die nicht gerade glücklich darüber sein werden, dass du Aufzeichnungen machst. Ich denke, das geht in Ordnung. Die meisten Leute denken sowieso, ich bin verrückt. Tom warf seinen Becher in den Müll und fragte. Wie kommen die denn da drauf? Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Scheiße, Tom! Bist du nicht tot? Tom streckte sich ein wenig, bevor er antwortete. Das erzählt man mir jedenfalls. Nun? Nun was? Ja, wie ist das so? Tom warf mir einen traurigen Blick zu und antwortete. Tot zu sein ist so ähnlich wie zu träumen. Manchmal ist es gut, manchmal schlecht, aber meistens merkt man gar nicht, dass man ist tot. Am Mittwochabend kam jemand Neues durch die Tür. Er hatte eine lange, spitze Nase, hellblaues, schulterlanges Haar, einen schwarzen Reindelhut mit einer roten Feder und einem verblassten gelben Unterhemd, das eine Brust voller borstiger Haare zur Schau stellte. Er trug eine Brille mit breiten Rahmen und Gläsern dick wie Flaschenböden und ein breites Lächeln, das viel mehr Zahnfleisch als Zähne zeigte. Er fragte mich, ob ich etwas wirklich Cooles sehen wollte. Ich sagte nein, aber er zeigte es mir trotzdem. Er stellte einen Vogelkäfig mit einem lauten, triumphierenden Voila auf den Tresen. In dem Käfig befand sich ein winziger, lebender Elefant von der Größe eines Chihuahua. Er schaute mich an und machte dann einen hohen Ton, bevor er seinen Miniaturrüssel in eine Schale mit Vogelfutter vergrub und ihn dann in sein kleines, gruselsüßes Maul steckte. »Okay«, sagte ich. »Nun, was hältst du davon?« »Wovon?« »Meiner Schöpfung!« »Keine Ahnung, es ist ziemlich seltsam. Ich weiß nicht, warum man einen Baby-Elefanten haben sollte.« »Das ist kein Baby. Es ist eine Mini-Version.« Er schloss seine Augen und rieb sich die Schläfen. Sein Lächeln verschwand. »Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um diese Teile zu züchten?« »Oh, ich wollte ihre Gefühle nicht verletzen.« »Nein, nein, ist schon gut. Ich weiß nur nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Essen und Kacken.
Das ist alles, was sie können. Sie sind nicht mal gut für Feldarbeit. Ich habe versucht, einen zu kochen, aber es hat geschmeckt wie Fleischklößchen aus Knorpel und Blumenkohl. Weißt du was? Vergiss es. Er hob den Käfig mit beiden Händen hoch und drehte sich um zu gehen. Als er den Laden verließ, bemerkte ich, dass er einen rot-weiß gestreiften Badeanzug und Flipflops anhatte. Erst am nächsten Morgen kam ich auf den Gedanken, dass nichts davon real gewesen war. Am Donnerstag ist absolut nichts Seltsames passiert. Das kommt manchmal vor. O'Brien erzählte mir vor Beginn meiner Schicht am Freitag, dass sie die Überreste von Beau Cormillon mitten auf der Straße ein paar Kilometer von der Tankstelle entfernt gefunden hätten. Einerseits sind das gute Nachrichten. Es bedeutet, dass Beau wahrscheinlich nicht mehr versuchen wird, mich zu töten. Andererseits bedeutet es, wenn sein Körper zurück ist, dass ich das Portal zur Hölle wieder geöffnet haben muss. Außer einem verbrannten Skelett war nicht mehr viel von ihm übrig und sie mussten ihn anhand seines Zahnabdrucks identifizieren. Offiziell gehen sie wieder von Selbstmord aus. Ich habe das Gefühl, die Verantwortlichen geben sich nicht einmal mehr Mühe mit diesen Vertuschungen. Samstag war ein guter Tag. Samstag war der Tag, auf den ich mich seit Monaten gefreut hatte. Die Ärzte hatten mir gesagt, dass ich es in den ersten Tagen ruhig angehen lassen sollte. Kein Rad schlagen oder in der Gegend herumspringen und so. Eine Zeit lang keinen Sport eben. Und vielleicht etwas Zeit lassen, bevor ich wieder Auto fahre. Ich hatte ihnen versichert, dass ich, wenn es sich vermeiden ließe, keinerlei körperliche Tätigkeit ausüben würde und hoffte stillschweigend, dass ich in nächster Zeit nicht vor jemanden oder etwas davonlaufen muss. Rosa tauchte etwa 15 Minuten vor Beginn ihrer Schicht mit einem großen, aufgeregten Lächeln im Gesicht bei der Arbeit auf und rannte zum Tresen, wo ich saß. Okay, rief sie mit noch größerer Heiterkeit als sonst. Komm her und lass es mich sehen, du zweibeinige Halunke. Nach all dieser Zeit konnte ich mehr oder weniger wieder wie ein normaler Mensch gehen. Und als ich nach vorne um den Tresen herumkam, schenkte mir Rosa eine innige und völlig unerwartete Umarmung, die mich beinahe umgestoßen hätte. Oh, okay, wow. Ich wusste nicht, dass wir schon auf Umarmungsbasis sind. Halt die Klappe, sagte sie, als sie sich löste und auf meine Beine hinunterblickte. Ich kann mich nicht einmal erinnern. Welches war es nochmal? Bevor ich antworten konnte, tauchte Jerry aus dem Nichts auf, warf eine Karte aus Bastelpapier auf den Tresen neben uns und sagte, ihr müsst alle die Karte unterschreiben, die ich für Mel gemacht habe. Du hast Mel eine Karte gebastelt? Das ist so süß von dir, fügte Rosa hinzu, bevor sie die Karte in die Hand nahm und vorlas. Hey Mel, tut mir leid, dass du einen Stich ins Herz abbekommen hast. Oh, schau mal, er hat ein Bild davon gezeichnet und alles. Ja, ich bin halt einfach fürsorglich. Jerry musste in letzter Zeit seine Bastelader entdeckt haben. Er trug ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift Mein Name ist Jerry auf der Vorderseite. Naja, ich war froh, dass er jetzt ein gesundes Hobby hatte. Er hob den Kopf und fragte mich, hast du dir die Haare schneiden lassen oder so? Du siehst größer aus. Nein, ich bin die Krücken losgeworden. Du hattest Krücken? Ja, Jerry, ich hatte Krücken. Jetzt habe ich dieses Ding. Und? Ist es gut? Kannst du laufen und so? Wie sieht's mit Tanzen aus? Ich konnte vorher schon nicht tanzen, also nein. Rosa fragte mit einem Lächeln. Hast du Lust auf einen kurzen Spaziergang? Das Ding ein bisschen einlaufen? Ich sagte ihr, dass ich mich erst noch an lange Distanzen gewöhnen müsse und dass ich mein Glück noch nicht strapazieren wolle. Schließlich war dies erst mein erster Tag mit der Prothese. Ich muss zugeben, dass ich mich einen Monat zuvor mit der Idee abgefunden hatte, nie wieder ohne Krücken irgendwo hingehen zu können. Wie so viele Dinge hatte die ganze Beinsituation schlimm angefangen, geriet dann außer Kontrolle und ehe ich mich versah, war es zu spät. Ich kenne nicht all die Fachbegriffe, aber im Grunde hatte mein Körper vergessen, wie man gebrochene Knochen heilen kann. Ich musste mich ein paar Mal operieren lassen, dann noch ein paar Mal mehr. Und dann, gerade als es so aussah, als würde sich das Bein wieder erholen, habe ich es geschafft, mir eine antibiotikaresistente Superinfektion einzufangen und die Ärzte entschieden, dass es an der Zeit sei, aufzuhören, Geld aus dem Fenster zu schmeißen und das Ding einfach abzuschneiden. Es stellt sich heraus, dass, wenn man nur nett genug fragt, den entfernten Körperteil behalten darf. Wir hatten ein Wikingerbegräbnis für meine amputierte Extremität abgehalten. Unten am Bach am Ende der Straße, wenn man vom Bahnhof ausläuft. Jerry hatte ein kleines Boot improvisiert und es mit Feuerwerkskörpern vollgeladen und in Kerosin getränkt. Wir standen auf der Brücke und schossen mit römischen Lichtern darauf, bis das ganze verdammte Ding in einem glorreichen, unnötig blutigen Feuerball explodierte. Es war definitiv eine der schöneren Beerdigungen, auf denen ich bisher gewesen war.
Das war damals im Dezember. Aber jetzt hatte ich wieder 4 Gliedmaßen und es fühlte sich gut an. Sonntagnacht kehrte der Mann im Trenchcoat zurück. Er stand genau auf der anderen Seite der Tür, kratzte an der Scheibe, weigerte sich aber tatsächlich hereinzukommen. Ich überlegte, ob ich O'Brien rufen sollte, damit sie kommt und ihn verscheucht, aber ich wollte sie nicht wegen etwas so Trivialem stören. Vor allem, weil ich zugeben müsste, dass er wahrscheinlich von Anfang an nicht wirklich da gewesen war. Das war meine Woche bis zu diesem Moment gewesen. War es also das? War es nur ein weiteres Glied in meiner Kette von Halluzinationen, das dieses ungute Gefühl der Vorahnung verursachte? Nein, was auch immer es war, das mich störte, es fühlte sich wesentlich unmittelbarer an. War es eine Anpassung an das Leben ohne Krücken? Nee, definitiv nicht. Könnte es etwas mit all den Menschen zu tun haben, die auf dem Karneval gestorben sind? Nein, das ist ja auch schon eine Woche her. Wie war das bitteschön möglich? Wie konnte ich vergessen, was mich bedrückt, aber nicht die Bedrücktheit selbst? Jerry hatte mir einmal von einer seiner Ideen erzählt. Er wollte quer durchs Land reisen, verschiedene Altersheime besuchen und Patienten mit schweren Fällen von Alzheimer darüber informieren, dass sie im Lotto gewonnen hatten, dass ihre Enkeln sie liebten und dass Matlock für 10 weitere Staffeln verlängert worden war. Seiner Argumentation zufolge würden die Alten überaus glücklich werden und prompt vergessen, warum, sodass er keine Verantwortung dafür übernehmen müsse, die Sache zu Ende zu führen und die Welt trotzdem zu einem besseren Ort machen würde. Er hatte die Idee seiner Kirchengruppe vorgeschlagen und die hatten ihm bestätigt, dass die Idee ihrer Mission, das Verhältnis von Glück und Leid in der Welt zu verbessern, gerecht werden würde, aber letztendlich lehnten sie es ab, die nötigen Kosten zu übernehmen, da es immer noch eine ziemlich dumme Idee war. Aber jetzt fing ich an zu glauben, dass er da vielleicht an etwas dran gewesen war. Ich nahm noch einen Bissen von meinem Sandwich und dachte über die Situation nach. Vielleicht sollte ich das alles einfach ruhen und mein Unterbewusstsein die Sache für mich regeln lassen. Ich meine, wenn es wirklich etwas Schlimmes wäre, würde ich das früher oder später sowieso mitbekommen. Und bis dahin würde ich einfach hier in dieser schlecht beleuchteten, stickigen Tankstelle sitzen, auf Kunden warten und ein mittelmäßiges Schinkensandwich essen. Das Verhältnis von Brot zu Fleisch war nicht ganz richtig, aber der Salat war dafür knackig. Und das Brot war mit Butter statt Mayonnaise bestrichen. Eine Entscheidung, die ich nur sehr unterstützen kann. Es war alles in allem etwas trocken und ich könnte wahrscheinlich ein Rootbier oder etwas anderes zum Runterspülen gebrauchen. Heilige Scheiße, wo zum Henker kommt dieses Sandwich her? Ich hielt mitten im Kauen inne und starrte auf das Sandwich. Dann öffnete ich den Mund und ließ die teilweise zerkaute Pampe auf den Tresen fallen. Das muss es sein. Die Quelle meines Unbehagens, das Sandwich. Ich habe dieses Sandwich nicht gemacht. Ich habe das Sandwich heute Morgen auch nicht mit zur Arbeit gebracht. Ich habe kein Auto und wir verkaufen hier an der Tankstelle nicht die notwendigen Zutaten, um ein Schinken-Sandwich zu machen. Am beunruhigendsten ist, dass ich mich nicht einmal daran erinnern kann, wann ich angefangen habe, dieses Ding zu essen. Und als ich endlich begriffen hatte, was ich da eigentlich machte, war es schon halb weg. Ich pulte etwas darin herum, um sicherzugehen, dass es nicht nur eine weitere Halluzination war. Funktionieren Halluzinationen überhaupt so? Ich sollte das mal nachschlagen. Konzentrier dich. Okay, denk nach, Jack, denk nach. Auf keinen Fall ist das Sandwich einfach aus dem Nichts aufgetaucht, um von dir gegessen zu werden. So funktionieren Sandwiches nicht. Ich beschloss, auf Nummer sicher zu gehen und das Sandwich in einen anderen Raum zu bringen, bis ich herausgefunden hatte, was hier vor sich ging. Instinktiv lehnte ich mich zurück und griff nach meinen Krücken, nur um einen Moment lang in Panik zu geraten, bevor ich mich daran erinnerte, dass sie nicht mehr da waren. Alte Gewohnheiten lassen sich schwer ablegen, denke ich. Monatelang waren diese Krücken wie ein Teil von mir gewesen. Verdammt, ich habe sie sogar einige Male als improvisierte Waffen benutzt. Und jetzt waren sie verschwunden. Ich vermisste sie fast. Ja, fast. Was ich nicht vermissen würde, waren die blauen Flecken unter meinen Achseln, die nie weggingen, oder all diese liebevollen Spitznamen von O'Brien. Krücke, Lahmarsch, Dumpfbacke oder all die nervigen Blicke oder all die nervigen Treppen. Ich stand auf und bewunderte, wie normal es sich anfühlte. Für jemanden mit einer ungeraden Anzahl von Gliedmaßen und Fingern ist es beruhigend zu wissen, dass ein Körper irgendwie einen Weg finden kann, sich wieder symmetrisch anzufühlen. Wie auch immer, was mache ich eigentlich gerade? Ich sah mich im Raum um und versuchte mich zu erinnern, warum ich überhaupt aufgestanden war. Oh richtig, das Sandwich. Verdammt, das Ding war hinterlistig. Ich wollte verhindern, dass es mich wieder überrumpelt. Ich legte das Sandwich unter einen Eimer in die Gefrierkammer und dann stapelte ich ein paar schwere Kisten darauf, um sicherzugehen, dass es nirgendwohin abhauen würde.
Als ich in den vorderen Ladenraum zurückkehrte, stand dort etwas und wartete auf mich. Etwas Erschreckendes. Und wenn ich in diesem Moment Schluck aufgehabt hätte, wäre der davon geheilt worden. Die Gestalt war groß und besaß eine erdrückende Aura. Die Spitze ihrer Kapuze berührte fast die Decke. In der linken Hand hielt sie eine lange, schwarze Sense aus dunklem, knorrigem Holz. Die Waffe allein schon war größer als ich. Ihr schlanker Körper war von einem bodenlangen, schwarzen Samtgewand umhüllt. An ihren Händen, die aus dem Stoff herausragten, trug sie Handschuhe und das Gesicht war nur eine dunkle Leere unter der Kapuze. Es war eine eher klischeehafte Version des Todes und definitiv eine der unheilvolleren Vorboten, die bisher durch diese Türen gekommen sind. Also zumindest mit in den Top 10 für diesen Monat. Ich sammelte etwas Mut und beruhigte mich damit, dass dies wahrscheinlich nur eine weitere lebhafte Halluzination war. Aber für den Fall, dass es nicht so war, sollte ich versuchen, ein guter Angestellter zu sein. Guten Morgen, sagte ich. Kann ich Ihnen behilflich sein? Die Gestalt des Todes deutete langsam mit ihrer rechten Hand auf mich und sagte: Jack, ich bin deinetwegen hergekommen. Es ist an der Zeit, dass du diese sterbliche Hülle ablegst. Die Stimme war tief und bedrohlich, wie die eines stark übergewichtigen Darth Vaders. Wirklich? Ich fürchte ja. Oh, nun, das ist scheiße. War es das Sandwich? Ja, es war tatsächlich das Sandwich. Verdammt! Der Tod drehte seine Hand um und streckte sie mir entgegen. Komm, Jack. Du hast das Beste aus deiner Zeit auf diesem Planeten gemacht. Aber jetzt überlassen wir die Erde den Lebenden. Moment mal, darf ich nicht mit dir Schach spielen oder so? Das ist nicht Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit. Ich habe hier einen etwas strikten Zeitplan. Die Tatsache, dass er nicht Deadline gesagt hat, wird mich für immer verfolgen. Hey, ich wollte dir nicht zur Last fallen oder so. Ich hatte nur nicht erwartet, so undramatisch zu sterben, weißt du? Nach allem, was ich durchgemacht habe, war ich mir sicher, dass irgendein dummes Monster oder so involviert wäre. Ja, ich bin mir deiner Geschichte bewusst. Ich beobachte dich schon seit einiger Zeit. Du und ich waren wie zwei Schiffe, die nachts aneinander vorbeifuhren. Niemals nah genug, um eine Verbindung herzustellen. Ich schaute mich im Laden um, auf der Suche nach meiner eigenen Leiche und hoffte, dass ich nicht mit dem Gesicht auf dem mysteriösen Sandwich liegen würde. Als ich mich nirgendwo sehen konnte, hatte ich wieder einmal das nagende Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Dabei war ich das gerade erst losgeworden. Hey, wo ist meine Leiche? Diese Welt existiert zwischen den Dingen. Ein Ort außerhalb eurer 7 Dimension. Ich habe diese Realität aus deinen Erinnerungen geschaffen, um dir die Reise angenehmer zu gestalten. Du wirst hier, neben mir und dir, nur das vorfinden, was auch in deinem Kopf existiert. Heißt das nicht neben dir und mir? Was? Also ich will jetzt nicht pedantisch sein oder so, aber wenn du buchstäblich die Inkarnation des Todes bist, solltest du dann nicht perfekt Deutsch sprechen können? Wo hast du überhaupt sprechen gelernt? Warum sprichst du nicht Aramäisch oder Griechisch oder so? Hast du verstanden, was ich sagen wollte, Jack? Ja. Dann hör vielleicht auf, dich wie ein Arschloch zu verhalten, okay? Tut mir leid. Niemand mag einen Korinthenkacker, Jack. Ich sagte doch schon, es tut mir leid. Er hatte immer noch seine Hand ausgestreckt, aber ich war nicht gerade bereit oder erpicht darauf, mit ihm zu gehen. Schließlich senkte er seinen Arm, drehte sich zur Tür und sagte: Es ist Zeit. Ich werde dich auf die andere Seite führen, wo du wieder mit denen vereint sein wirst, die vor dir diesen Weg beschritten haben. Moment. Ich habe noch so viele Fragen an dich. Was hat es mit der leuchtenden Raupe auf sich, die Rita gefressen hat? Wer ist der Mann im Trenchcoat? Was ist aus dem Gestaltwandler geworden? Der Tod ließ einen langen, verärgerten Seufzer los und sagte: Schau mal, Alter. Ich kenne die Antwort auf keine deiner Fragen, in Ordnung. Ich habe einen Job. Ich bringe dich auf die andere Seite. Du kannst all deine Fragen denjenigen dort drüben stellen. Aber wir müssen uns beeilen. Hast du eine Ahnung, wie viele Menschen jeden Tag sterben? Buchstäblich Hunderte.
und ich muss jeden Einzelnen auf die andere Seite überführen. Können wir also bitte weitermachen, solange du noch relativ frisch bist? Er hielt die Tür für mich auf. Ich ging nach draußen und stellte mir vor, wie die anderen reagieren würden, wenn sie meine Leiche hier an der Tankstelle finden würden. Ich meine, es ist nicht so, als hätten sie nicht genug Vorwarnzeit gehabt, um sich darauf vorzubereiten, aber es wird vermutlich trotzdem scheiße sein. In diesem, meinem letzten Moment, der mit der einzigen Welt, die ich kannte, verbunden war, konnte ich nur noch an Rosa, Jerry und O'Brien denken. Und dann, kurz bevor ich diese Gedanken selbstsüchtig verdrängen konnte, erinnerte ich mich an eine andere Person. An sie. Mich schauderte bei dem Gedanken, dass sie zu meiner Beerdigung auftauchen würde. Der Tod legte eine warme Hand auf meine Schulter und versuchte mich sanft vorwärts zu schieben, aber ich drehte mich um, mich ihm zuzuwenden. Ich habe noch eine Frage. Was? Ätzte er genervt. Was wird mit den Menschen geschehen, die ich zurückgelassen habe? Du solltest dir lieber Sorgen um die machen, die bereits gegangen sind. Tom, Carlos, Vanessa, jeder süße Welpe, der je gestorben ist. Sie alle warten auf der anderen Seite auf dich. Warte, sagte ich mit Blick auf das schattenhafte Gesicht des Todes. Carlos ist nicht tot. Ist er nicht? Nein, das ist wirklich seltsam, dass du das nicht weißt. Das heißt, alles, was du bis jetzt gesagt hast, ziemlich verdächtig wirken. Hey, schau, da drüben, sagte der Tod und deutete mit seiner Sense auf einen erdnussbuttergrünen, fensterlosen Lieferwagen, der neben den Zapfsäulen geparkt war und dessen Motor noch lief. Es ist dein Wagen zur anderen Seite. Mein was jetzt? Diese ganze Realität ist eine Art Traumlandschaft, die deinem Kopf entsprungen ist. Und dein Verstand hat dieses Fahrzeug als das Schiff für die Überfahrt in die Unterwelt gewählt. Warum setzt du dich nicht hinten rein und ich fahre? Vielleicht möchtest du dich hinlegen und deine Augen ein bisschen ausruhen? Wenn es stickig sein sollte, kannst du ruhig dein Hemd ausziehen. Genau in diesem Moment bog O'Briens Wagen blitzschnell auf den Parkplatz und kam nur wenige Meter entfernt zu einem quietschenden Halt. Ah, Scheiße. Ernsthaft? Murmelte der Tod vor sich hin. Was ist denn da jetzt los? Ist O'Brien auch tot? Sie stieg aus dem Auto, zog lässig ihre Waffe und sagte: Hey Jack, was ist denn hier los? Der Tod trat zwischen uns und stellte sich mit dem Rücken zu ihr. Jack, diese Frau ist nicht wirklich Emilia O'Brien. Sie ist eine Manifestation deines Wunsches, an diesem Ort gefesselt zu bleiben. Du darfst nichts von dem glauben, was sie sagt, oder du wirst für immer hier gefangen sein. Du meinst wie ein Geist? Ganz genau. Warum hast du mir denn nicht gesagt, dass das eine Möglichkeit ist? Ich wäre viel lieber ein Geist. O'Brien rief erneut. Jack, ist da drüben alles in Ordnung? Ich habe versucht, im Laden anzurufen, aber die Leitung war tot. Der Tod schubste mich mit Gewalt in Richtung des wartenden Wagens und rief: Halt's Maul und steig in den verdammten Wagen, Jack! Hey! Schrie O'Brien. Der Tod drehte sich zu ihr um und sagte: Was wollen Sie hier, Lady? Stecken Sie Ihre Nase nicht in Dinge, die Sie nichts angehen! Alles lief wie am Schnürchen, bevor Sie aufgetaucht sind! Mister, ich muss Sie bitten, Ihre Waffe fallen zu lassen und sich von dem dürren Kassierer zu entfernen, bevor ich gezwungen bin zu schießen. Wenn das wirklich nicht O'Brien war, dann war es ein verdammt gutes Faksimile. Der Tod schrie: Ich lasse nicht zu, dass Sie das ruinieren! Dann hob er seine Sense und griff an. O'Brien zuckte nicht einmal mit der Wimper, bevor sie ihren Taser entladen und den Sensenmann mit 50.000 Volt neuromuskulärer Entmündigung gefüllt hatte. Er schlug auf den Boden auf und fing an, wie ein epileptischer Fisch in der Disco zu zappeln. Ist das ein Freund von dir? Fragte O'Brien mit einer einzigen, hochgezogenen Augenbraue. Mir dämmerte langsam, dass dies wahrscheinlich nicht der echte Tod war. Es stellte sich heraus, dass der Mann in dem aufwendigen Sensenmann-Kostüm nur ein weiterer übermäßig besessener Fan meines Blogs war, der mich aufgespürt hatte. Sein Name war Greg Walton und er war den ganzen Weg von Kalifornien hierher gefahren, nachdem er das Kostüm aus einem Gemeindetheater in seiner Heimatstadt gestohlen hatte, wo es als Kostüm für den Geist der zukünftigen Weihnacht verwendet wurde. Im Innern seines Lieferwagens befanden sich Klebeband, Massageöl und mehrere Notizbücher, die mit etwas gefüllt waren, das ich nur als erotische Fanfiction über mich und die anderen Tankstellenangestellten beschreiben kann. Es enthielt sogar ein paar Comics und Skizzen und einige davon waren gar nicht so schlecht. O'Brien war in der Gegend gewesen, um nach Jerry zu schauen, nachdem sie einen Anruf eines streitsüchtigen Betrunkenen erhalten hatte. Sie war besorgt gewesen, dass er eventuell eine Überdosis einer neuen Straßendroge namens Coke Black zu sich genommen haben könnte.
Nachdem sie ihn lebendig und dumm vorgefunden hatte, versuchte sie, mich zu kontaktieren. Ich stellte aber fest, dass jemand die Telefonleitung zur Tankstelle gekappt hatte. Da kam sie also her und fand Greg. Der versuchte, mich dazu zu bringen, in den alten Ford Econoline seines Vaters zu steigen. Seine tatsächlichen Absichten waren reine Vermutung, aber ich ziehe es vor, nicht darüber nachzudenken. Oh, und wir haben im Übrigen nie herausgefunden, wo das Sandwich eigentlich hergekommen ist.